Gut, dann gehen wir vom Augenbereich jetzt weg und zwar hinunter zu den Lippen. Da habe ich drei Lipgloss für euch. Die sehen so aus, sind alle von der gleichen Sorte und nennen sich insgesamt High Shine Lip Cream, was schon darauf schließen lässt, dass sie eine etwas cremigere Konsistenz haben. Sie versprechen allesamt Lippen spiegelnd wie Glas. Die komfortable Lippencreme zaubert den perfekten Wet Look auf die Lippen. Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt. Ich habe diesen Helm hier heute auch schon mal auf dem Mittelbereich der Unterlippe aufgetragen, um die optisch etwas hervorzuheben. Es ist nicht zu deckend, sodass man jetzt hier keinen sehr hellen Bereich erkennen kann, aber es ist trotzdem im Auftragsgefühl sehr geschmeidig. Sie riechen auch unwahrscheinlich gut, wie das Innere eines Mohrenkopfes, wenn ihr das kennt. Die Reflexion ist sehr schön und ich habe das Gefühl, dass sie die kleinen Lippenfältchen ein bisschen auffüllt, sodass dann wirklich eine geschmeidige und glatte Oberfläche entsteht, was wahrscheinlich mit dem Spiegelglanz gemeint sein soll. An der Optik ist das Besondere, wie ihr seht, dass hier vorne drei etwas nach außen gestülpte Buttons oder so knopfartige Formen noch drauf sind, auch aus transparentem Material, was wirklich eine außergewöhnliche und schöne Optik ergibt. Also optisch finde ich die ganze Linie extrem hübsch und ich swatch euch die jetzt alle mal und zwar auf den Handrücken. Das Applikatorchen ist natürlich ein ganz normales aus Schwammmaterial. Hier kommt zunächst der Ton 020 Skyline. Wie ihr seht, ein sehr heller, roséfarbener, ganz, ganz lieblicher, ein bisschen bonbonfarbener Ton. Die Klebrigkeit ist ein wenig vorhanden. Ich finde es jetzt auf der Lippe aber wirklich nicht störend oder schlimm. Die zweite Farbe nennt sich 010 Sky Scraper. Sie ist ein wenig dunkler, geht ein bisschen ins Pflaumige hinein, aber ist doch noch relativ roséfarben und damit ein kleines bisschen kühler als die erst aufgetragene Farbe. Von Klebrigkeit, Konsistenz und Effekt her ist sie natürlich genau wie der andere. Und die dritte Nuance ist ein intensiver Pinkton mit dem Namen 030 High Tower. Die swatche ich ganz unten hin und ihr seht, dass das schon die kräftigste Farbe ist. Geht sehr, sehr stark ins Pink hinein, auch ein kühlerer Ton, nicht warm. Und damit für auffälligere Lippen-Make-ups geeignet. Natürlich dann zu tragen zu einem relativ dezenten Augen-Make-up. Gut, das war's mit den Lippen und wir gehen noch zu unseren Nägelchen. Da habe ich nämlich drei Nagellacke, die optisch sehr gut ins Bild der bisher vorgestellten Produkte passen und sehr architektonisch aussehen. Denn wie ihr seht, sind auch diese viereckig. Sie nennen sich insgesamt Metallic Nail Polish. Und ich habe hier zunächst eine sehr roséfarbene, liebliche, metallisch glänzende Farbe, die sich nennt 010 Glas, also Glas. Und die habe ich hier auf meinen Daumennagel mal aufgebracht, damit ihr einen wirklich guten Eindruck bekommt. Die zweite Nuance ist ein heller grauer Metallic-Ton in der Farbe 020 Concrete. Diesen habe ich hier auf den kleinen Finger aufgetragen. Also ihr seht wirklich ein sehr, sehr dezenter, aber doch nicht langweiliger Ton. Und die dritte kommt in einem sehr dunklen, schon nachtartigen Blau, auch mit Metallic-Schimmer und nennt sich 030 Steel, also Stahl. Die ist hier, den Ton finde ich am allerschönsten von allen dreien. Ist wirklich ein intensives, dunkles Blau mit einem schönen Metallic-Finish. Und zum Auftrag von allen dreien ist zu sagen, dass man zunächst ein bisschen erstaunt ist, dass sie wirklich mit einem relativ langen Hals oder Stäbchen kommen, an dem sich relativ viel Farbe befindet, auch hier vorne. Das heißt, ganz, ganz, ganz gut abstreichen, sonst läuft euch das wirklich über die Haut hinweg. Und sie sind auch sehr ergiebig und hochdeckend, also das ist jeweils nur ein Auftrag gewesen, sodass ihr hier wirklich mit wenig sehr gut auskommt. Mit der Trocknung bin ich auch zufrieden. Es geht jetzt nicht ultimativ schnell, aber es ist auch nicht so, dass man jetzt 20 Minuten warten muss und sich dann immer noch Schmierspuren ergeben, wenn man drauf fasst. Das heißt, ich kann hier wirklich drauf rumdrücken und kratzen. Es ist wirklich alles fest. Ich bin mit den Lacken sehr zufrieden. Und als Abschluss in puncto Nägel gibt es hier noch French Manicure Schablonen. Sie heißen Nail Art Stencils. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sind 40 Stück drin und sie nennen sich 010 Rooftop, also Dachspitze. Sie gehen ja auch in dieser Form ungefähr, sodass das sehr gut dazu passt.
und sie versprechen French Look neu interpretiert. Trendige Schablonen zur kreativen Gestaltung der Nagelspitze. Entweder für den klassischen Look oder einmal anders mit farbigen Spitzen. Und dann steht natürlich noch was zur Anwendung genau da. Das heißt, ihr wisst genau, wie ihr die anwenden müsst. Und diese haben ungefähr eine solche Form. Das heißt, man klebt die sich hier vorne auf die Nagelspitzen drauf, sodass hier oben noch ein bisschen frei ist. Nimmt sich dann einen weißen Nagellack, wenn man lieber weiße Frenchnägel mag. Oder natürlich vielleicht auch mal ein Pink oder ein Rot. Und zeichnet das nach. Zieht es dann ab und dann hat man hier so ein stylisches, Rooftop-ähnliches Design drauf. Wer das mag, kann sich auch das bei den Nagellacken gleich mal mit anschauen. Ein Produkt habe ich jetzt noch vergessen, was ich bei diesem Puderduo mit vorstellen wollte. Aber ich zeige es euch jetzt zum Schluss. Nämlich gibt es noch einen Kabuki, der sich einfach nennt Brush. Ihr seht eine tiefblaue Farbe, also auch sehr außergewöhnlich. Hier unten das Standfüßchen in Silber und rechteckig. Die Oberfläche ist weich, er ist aber relativ stabil. Ich denke, dass er so auch nur für Puder und vielleicht nicht so gut für Rouge geeignet ist, denn ein Rougepinsel sollte immer ein bisschen flexibler sein, dass man hier kleine Clownsbäckchen drauf hat. Und wenn ihr noch Pinsel braucht, dann schaut euch den doch einfach mal mit an. Oder guckt in meinen Shop, da habe ich nämlich auch ganz viele neue Pinsel. Muss ich ja in meinem Sinne auch dazu sagen, nicht wahr? Okay. Das war es also von der neuen Limited Edition Architect Your Beauty von P2. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir die in die Kommentare und gegebenenfalls werde ich da noch ein Review-Video dazu machen. Schreibt mir auch, welches Produkt euch jetzt am meisten interessiert und ob ihr euch davon überhaupt was kaufen würdet. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen sonnigen Nachmittag, genießt den Sommer und bis zum nächsten Video. Tschüss!